Guten Abend. So, ich bin außer Atem. Ihr seid noch frisch. Heute habe ich euch mal die Fahrt hier durchs Dickicht erspart. Ich muss mich nämlich eilen. Es wird bald dunkel. Es geht jetzt ganz, ganz schnell. Wir haben Mitte September, eigentlich schon fast Ende September, rund um den 20. Ich glaube den 22. haben wir heute. Aber das tut nichts zur Sache, außer zur Information. Ja, ich baue jetzt auf. Ich gehe heute, damit ihr wisst, um was es hier überhaupt geht oder ob ihr vielleicht schon gleich abschalten wollt nach meinem Gelaber. Also, ich gehe heute mit beiden Routen auf Fels, aber heute auch mal ein bisschen anders. Moment, ihr seid ganz schief hier. Irgendwie hat sich das während der Fahrt verändert, aber das soll auch jetzt mal egal sein. Also, mit beiden Routen auf Fels. Einen mit U-Pose, mit den zwei kleinen Mikro-U-Posen aus Heizungsisolationsfoam. Ja, mit dem Köderfisch und Tauwurm drauf, den werde ich vors Totholz legen, an meiner Wappel-Winkelpicker-Welsroute, falls es irgendeinen interessiert. Das ist nicht abgedatet worden. Die muss halten, die wird halten und es wird ausreichen hier bei uns im kleinen Fluss. Wir sind denn nämlich nicht hier am Ebro oder so, wie auch immer. Aber die wird halten. Vielleicht date ich sie irgendwann tatsächlich mal ab. Aber das dann wahrscheinlich in der nächsten Saison erst. Und mit der anderen Route, mit dem Matopult, werde ich Leber rausfahren. Und zwar Leber pur. Heute kommt Leber drauf. Ich habe mir im Metzgerladen zwei ordentliche Scheiben Leber gekauft. Da schneide ich jetzt mal ein Stückchen raus. Ich kann es euch nachher da nochmal zeigen. Und ich habe noch vom letzten Angeln auf Wels mit der Softroute auf Grund, habe ich noch Hähnchenleber übrig. Die kommt auch noch mit dabei. Also machen wir einen richtig schönen Leberklumpen dran und dann wollen wir mal sehen, ob nicht irgendeiner aus der Höhle rauskommt und Appetit bekommt. Aber gut, ich fange an, sonst wird es nämlich weder das eine noch das andere was. Ich schalte dann wieder zu, wenn es hier weitergeht. Für euch ging es schnell, für mich hat es eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Ich habe jetzt eben noch mal ein bisschen abgediepert, dort wo ich gern die Leber ablegen will, recht grundnah. Aber mit der Pose, abgespannt mit dem Matopult. Ich zeige es euch nachher dann nochmal kurz, wo die Pose dann sitzt. Und ich habe euch was mitgebracht. Gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Und zwar frische Rinderleber. Genau, die brauchen wir doch, wenn wir den Köder bestücken wollen. Ja, und die Montage habe ich mir auch schon geknüpft. Ist ja nicht so, als hätte ich hier nur Sternchen gezählt, die noch nicht da sind. Also hier Doppelhakensystem. Ich hoffe, dass man sieht. Hier oben mit dem Circle Hook und hier unten ein ganz normaler, relativ kleiner Wallerhaken an der Haarmontage. Ziemlich kurzes Vorfach, denn es hängt ja an der Pose. Da spielt es keine Rolle. Es soll ja dann eh hier ganz knapp über Grund verführerisch den Duft verbreiten. Ja, an dem Circle Hook werde ich die weiche Hähnchenleber so zwei, drei Brocken dranhängen. Wir werden mal sehen, wie sich das jetzt hier ergibt. Und hier an den kommt ein ordentlicher Brocken Rinderleber drauf, dass das mal ein schöner Kloß gibt. Das mache ich jetzt mal und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an, was da draus geworden ist. Ich muss nämlich jetzt hier ein bisschen Matschepampe schmieren. Hier so ein paar Brocken rausschneiden. Ach, ich lass laufen. Dann ist es halt so. Also, hier, schaut her. Da ist er, der Lappen. Zack. Jawohl. Aber alles hänge ich da jetzt nicht dran. Ich mache jetzt mal hier so ein Stück hier drauf. Komm her. Das riecht aber lebrig. Na, also ist ja noch nicht mal so übel, würde ich sagen. Aber damit das nicht irgendwie runterfluppert, mache ich hier so ein kleines Stückchen vom Schläuchelchen drauf. Zack. Da bleibt das schon mal da. Ja, und oben mache ich jetzt noch mal ein Stück von der Hähnchenleber drauf.
Die Tüte machen wir gleich wieder zu, bevor mir hier der Sutter ausläuft. So. Ich habe erst noch überlegt, ob ich nicht auch noch ein paar Tauwürmer oder Dendrobena-Würmer drauf mache. Nein, ich angle jetzt nur mit Leber. So, das ist noch eingefroren. Die Hähnchenleber. Geht auch ein Brocken los. Zack, einfach mal ein Stück Leber rausgerissen. Ja, das dürfte auch schon reichen hier für den. Wo habe ich denn jetzt hin? Hier unten. Weil da soll ja gar nicht so viel drauf sein. Auf dem Circle Hook. Zirkelhaken. Ja. Geht das überhaupt rein? Ja, so ein bisschen schon. Ich glaube zwar nicht, dass das sehr lange da drauf bleibt. Weil die Hähnchenleber ist doch schon relativ weich. Ich hatte aber hier vor ein paar Tagen mal so ein Testangeln gemacht und da hat über 4 Stunden, also hatte ich nur mit Hähnchenleber auf Wels, auch an der Mato-Pult-Route geangelt. Da habe ich allerdings nicht gefilmt. Und nach 4 Stunden war da also alles noch richtig gut. So, wenn die aufgetaut ist, ist die butterweich und dann kann dann auch hier der Kreishaken fassen. So lasse ich das jetzt einfach mal da rein. Ja, das ziehen wir jetzt da hoch. Und ich sag mal, nach vielleicht 4-5 Stunden, schaue ich mir das gerade nochmal an. Dann fahre ich das Mato-Pult nochmal hierher zu mir und guck, ob noch was dran ist, wie es aussieht und erneuere es gegebenenfalls, weil Leber habe ich genug mit. So, das mache ich jetzt und dann zeige ich euch, wo die Pose sitzt, weil ich muss mich beeilen. Es ist noch nicht eine Rute drin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Und die schnaken, die machen einem wahnsinnig. Die sollen an der Leber hier sich das Blut rausholen. Naja, gut, also auslegen. So, das hat schon mal prima geklappt. Hier, zack. Die Route steht. Funktion ist gegeben. Ja, und da hinten sitzt die Pose. Die zweite Rute ist auch beködert. Hier habe ich so ein mittleres Rotauge, unten 2-3 Würmer, oben noch ein Dendrobena-Wurm drauf fürs Auge. Ja, die zwei kleinen U-Posen. Auch ein relativ kurzes Vorfach vielleicht, 60 cm, 70 cm, hier ein 170 Gramm Blei. Das wird jetzt einfach da rausgeplumpst und gut ist. Dann warten wir es ab. Dann werde ich erstmal die Wildkameras aufstellen, damit uns auch hier kein Biss oder keine Aktion entgeht. Ja, aber erst muss die Rute rein, sonst geht hier gar nichts. Die Würmer muss ich zumachen. Sonst geht da auch nichts. So, und dann muss ich hier erstmal ein bisschen klar Schiff machen. Hier sieht es ja aus wie eine Bombe. Das filme ich aber jetzt nicht. Erst wenn nachher der Würfel steht und ich davor sitze, dann schalte ich wieder ein. So, also Rute rein, sonst kann hier nichts bimmeln. Jetzt da. So. Endlich ist alles fertig wieder und dunkel. Wie immer. Wie immer ist das so. Naja, gut. Dann warten wir jetzt einfach mal, was passiert. Da hinten wird es schon ganz schwarz. Es wird gleich regnen, denke ich. Ich habe mir zum Glück hier oben die Regenhaut übergezogen. Ich hoffe, dass das nicht ganz so schlimm wird. Eigentlich gemeldet hat es gar nicht so wirklich. So vereinzelt. Na, mal sehen, ob es hierher trifft. Da hinten wird es auf jeden Fall schwarz. Vielleicht bin ich so ein Punkt, wo es denn halt hintrifft.
dann muss ich es auch nehmen. Ich komme jetzt auf jeden Fall hier nicht mehr weg. Das steht fest. Und ich bleibe auch hier. Denn die Routen liegen in meinen Augen perfekt. Nur eins habe ich vergessen. Ich wusste die ganze Zeit, was ich vergessen habe. Knicklichte. Die hatte ich dabei. Und zwar gestern Abend, wie wir nach dem Norwegisch-Kurs nochmal auf Zander waren. Da hat es auch anständig geregnet. Ich kann ja mal gucken, ob da ein paar Clips was geworden sind. Ihr könnt euch das mal angucken. Das auch nicht mehr, ne? Ja, kann schon gut sein. Hier meine ich eine für die Sonne, oder? Warum? Ja. Weil hier dickere Tropfen hier innerhalb des Schirms ablaufen als da draußen. Das hat eine Undichtigkeit hier, dein Haus. Kannst du am Strand aufbauen, das Ding. Quatsch. Besser wie nix. Naja. So, jetzt geht's gleich los. Ja. Meine Routen liegen. Zweimal Mini-Pop-Up mit Futterkorb. Einmal Method-Feeder, einmal mit klassischem Futterkorb. Und bei dir? Ich habe zweimal Köderfisch dran, denn heute fällt der Zander. Ja. Zweimal Köderfisch, einmal auf Grund. Oh, bei mir zuckt's schon. Und einmal an der kleinen U-Pose, wie schon so häufig. Aber heute muss es knallen. Es kommt nass von oben. Linke Rot hat eben schon sehr sich verneigt. Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Da hatte ich noch Knicklichter und heute habe ich nur das Wälzzeug dabei und vergessen, die wieder reinzutun. Ja, normal hatte ich immer in der einen Box was drin, aber die waren leer. Die habe ich vergessen aufzufüllen. Na egal, dann müssen wir einfach auf die Ohren hören. Wenn es hier bimmelt und piepst, dann ist die Farbe rot da hinten und die Farbe grün hier vorne. Und dann gilt es, sofort an die Route zu springen und den Fisch aufzunehmen. Na, wäre soweit. Wir warten es erstmal ab. Ich genieße jetzt hier den Abend. Die Mücken lassen so langsam nach. Ich habe jetzt auch den Thermazell ordentlich angeheizt hier. Ja, naja, was soll's. Wir freuen uns noch, dass es noch einigermaßen erträglich warm auf jeden Fall ist. Und das, was hier im September war, das war ja sowieso phänomenal. Das waren ja Hochsommertemperaturen. Naja, wir warten es ab. Bis gleich dann, wenn es knallt oder mir was anderes einfällt. Was ein Timing. Ich habe gerade hier auf die Stopptaste von der Kamera gedrückt, als es angefangen zu regnen. Jetzt habe ich mich hier direkt in den Würfel zurück verkrochen. Das war echt ein Timing. Alles fertig und dann fängt es an zu regnen. Na, ich hoffe, dass nicht allzu wild wird und nicht allzu schleimig. Jetzt lege ich mich wieder um. Nee, das mache ich nicht. Höchstens dann neben den Wels zwecks Längenkontrolle. Hui, jetzt lässt da was raus. Und jetzt kommt ein Biss. Egal. Bin ich halt wieder mal bis auf die Knochen nass. Das wäre jetzt das erste Mal. Ich habe ja hier die Uniform noch liegen. Zu aller Not. Die werde ich ganz bis zum Schluss aufheben.
Das einzigste Trockene, was da noch da wäre. Also irgendwie hat das doch schon was, wenn man hier so beim Angeln mitten im Nichts ist. Es regnet und es sitzt hier im Trockenen. Also, es ist fantastisch eigentlich. Es ist richtig, also, es ist absolut beruhigend, dieses Runtergeprassel. Zum Glück kam kein Sturm. Und ich glaube, es lässt da schon wieder so ein bisschen nach jetzt hier. Aber das ist echt entspannend hier drin. Hier ist angenehm von der Temperatur. Die Regentropfen, die prasseln überall. Oh oh, es wird frisch. Es ist beileibe kein Badehosenwetter mehr. Mitternacht haben wir. Ich habe vor einer Stunde mal hier den Leberbrocken ausgetauscht. Die andere Leber war grau. Jetzt habe ich schon mal ganz frische drauf gemacht. Rinderleber plus Hähnchenleber wieder. Einen richtig dicken Klumpen, also der ist mit Sicherheit sehr duftig da unten im Wasser unterwegs. Mal sehen, ob noch was geht. Da bin ich echt gespannt. Wer weiß. Also den Köderfisch hatte ich vorhin schon mal kontrolliert. Da war alles eigentlich noch in Ordnung. Gut, ich habe einen Baum rausgezogen, klar. Da kam so Treibgut ein bisschen an und hat das alles ein bisschen nach unten hin versetzt. Das konnte ich so nicht lassen. Deswegen musste ich da eingreifen und jetzt liegt sie wieder perfekt. Ich gucke nachher vielleicht nochmal, bevor ich mich schlafen lege. Es wird auch nicht mehr allzu lang dauern und da schaue ich nochmal nach, ob da alles noch gut ist oder ob noch ein Wurm draufpassen könnte auf den Haken. Naja, so. Leber ist drin, Wurm, Köderfisch ist dabei und dann muss noch der Wels kommen. Es war verdammt ruhig hier. Der Biber hat eben gerade mal vor dem Augenblick geschlagen da unten. Hat's bam, bam, bam. Aber sonst ging hier bislang nichts. Aber zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Das wäre ja mal was. Wie ihr seht, seht ihr mich und keinen Fisch. Gab leider keinen richtigen Biss. Es hat heute Morgen an der Leber so ein bisschen gezupft. Hat immer düdüt, düdüt, also ganz leicht irgendwas gezupft. Ja, wir sind dennoch einer Erkenntnis weiter. Und zwar Rinderleber hält tatsächlich die ganze Nacht durch. Die Hähnchenleber war komplett weg, also jedes Fitzelchen war runtergezogen. Aber die Rinderleber hätte durchaus noch Fangerfolg bringen können. Wir haben Köderfisch, der war auch noch perfekt. Sie wollten heute nicht, deswegen habe ich jetzt schon alles eingepackt. Das ist alles nass, das muss ich jetzt erst wieder trocknen daheim. Und bis dahin sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus!